Alvaro Bautista gewinnt das erste Rennen der Superbike-WM Saison 2023 auf Phillip Island. Bei schwierigen Bedingungen konnte der Ducati-Werkspilot seinen Titel als Weltmeister verteidigen und sich gegen seine Herausforderer Jonathan Rea Kawasaki und Toprak Razgatlioglu Yamaha durchsetzen. Nach einem starken Start übernahm Bautista früh die Führung und baute seinen Vorsprung kontinuierlich aus. Trotz des starken Qualifying-Ergebnisses konnten die deutschsprachigen Piloten Philipp Oettl und Dominik Eggeter nicht in die Top 10 fahren. Herzlichen Glückwunsch an Alvaro Bautista zum Sieg und wir freuen uns auf weitere spannende Rennen in der Superbike-WM-Saison 2023.